Guten Tag, mein Name ist Pater Albert von der Wallfahrtskirche in Klausen. Ich begrüße Sie zu meinem täglichen Impuls. Ja, es hat geschneit über Nacht in Klausen und so bin ich mal hier herausgefahren, ja, ein bisschen auf eine Anhöhe über Klausen. Da hinten ist irgendwo im Nebel die Kirche zu sehen oder nicht zu sehen besser. Und ja, eine winterliche Stimmung, wunderbar über Nacht. Ist noch einmal der Winter hier richtig eingekehrt in die Moseleifel hier nach Klausen. Ja, ich habe etwas Ungewöhnliches mitgebracht, das ich jetzt einmal hier anziehen werde. Und zwar meinen guten alten Strohhut. Ja, der ist natürlich normalerweise etwas, was man im Sommer anzieht. Aber ich ziehe ihn jetzt mal an. Ein Strohhut im Winter. Es passt nicht oder passt es doch? Ich finde, wir sollten mal ungewöhnlich denken, auch wenn das Wort nicht so beliebt ist, querdenken. Anders denken als die Masse. Gerade wir als Christen sollten anders denken als die meisten. Denn anders zu denken, etwas anders zu machen, das entspricht, die Welt mit den Augen Gottes zu sehen. Gott schaut die Welt mit seinen Augen an, mit anderen Augen. Und da ist so manches in der Welt, was anscheinend nicht zusammenpasst und doch passt. Ich finde, mein Strohhut passt wunderbar hier in diese winterliche Stimmung. Denn den Strohhut, den verbinde ich mit Urlaub, den verbinde ich mit Freude. Und diese wunderbare Landschaft hier, sie erfüllt mich mit Freude. Gott schenkt uns die Natur, er schenkt uns auch den wunderbaren Winter und wir dürfen ihn genießen, auch auf ungewöhnliche, auf unsere Weise, in meinem Fall mit einem Strohhut. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.